Wenn du einen Laden eröffnen müsstest, was würdest du verkaufen oder anbieten? Also mir fällt jetzt direkt was ein, aber ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich das als Sportler sage. Aber ich esse ja sehr gerne Süßigkeiten noch manchmal. Ne? Ja, hallo zusammen. Felix und ich würden heute ein neues Format vorstellen, von Eispirat zu Eispirat. Und würden uns gegenseitig ein paar Fragen stellen. Soll ich anfangen? Du? Nein? Schieß los. Ich schieß los. Okay, die erste Frage ist, was ist die letzte neue Sache, die du ausprobiert hast? Die letzte neue Sache, das war. Schwer. Ja. Musst dir auch kurz überlegen, als ich die Frage. Musst dir auch kurz überlegen. Letzte neue Sache war. Ich glaube, in der Nordsee baden. In der Nordsee In der baden. Nordsee baden, denn meistens relativ kalt. Ja, aber das war, ich sag mal, seit vielen, vielen Jahren wieder das erste Mal. Fällt mir jetzt spontan ein. Okay, jetzt bist du dran. Okay. Wenn du ein anderer Sportler sein könntest für einen Tag, wer würdest du gerne sein? Michael Jordan. Ja, Michael Jordan. Weil der hat eine grandiose Karriere hinter sich und spielt nur noch Golf zum Schluss. Deswegen, und ja, da wir beide sehr ambitionierte Golfer sind, ja, würde ich ihn auswählen, glaube Ja, ich. wäre auch dabei. Gut, Nummer 2. Gehst du lieber ins Kino oder auf ein Konzert? Lieber auf ein Konzert. Bin ich auch deiner Meinung, ja. Gut. Wenn du einen Laden eröffnen müsstest, was würdest du verkaufen oder anbieten? Also mir fällt jetzt direkt was ein, aber ich glaube, das kommt nicht gut, wenn ich das als Sportler sage. Aber ich esse ja sehr gerne Süßigkeiten auch manchmal. Ne? Und da ist so ein Süßigkeitenladen, und ich glaube, das wäre was für mich. Okay. Aber ja, bleibe ich dabei, ja. 3. Würdest du eher in einer 10er-WG leben oder für immer alleine? Eher in einer 10er-WG. Alleine ist nicht gut. Also dann eher 10er-WG. Ja. Ja, okay, da würde ich, glaube ich, anders tendieren. Aber ja, Warum gut. alleine? Dann bist du ganz Ja, aber nur zu Hause. Danach kann ich ja immer noch mit Freunden treffen. Also so, naja, gut. Ja, Muss, okay, kann man noch du bist dran. machen. Okay. Okay. Wer spielt besser Golf, du oder ich? Ja, ich will nicht arrogant klingen, aber ich denke mal, ich glaube ich. Ja, stimme Uwe zu. Schon einige Schläge besser noch. Warum Uwe? Uwe ist ein ganz, ganz alter Spitzname, aber den halten wir erstmal noch geheim. Nummer 4. Wenn du dich selber als Tier beschreiben müsstest, welches Tier würdest du gerne sein? Ja. Das gleiche hätte ich sogar auch, also Vogeladler, weil das Ja. fände ich eigentlich ganz cool. Ja, gut. Ja, jetzt bist du mit der letzten Frage. Welcher Spieler hat die komischste Pre-Game-Routine? Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so drauf geachtet. Aber nee, also kann ich keinen nennen. Also ich wüsste jetzt auch keinen, der irgendwie eine kuriose aus unserer Mannschaft hat, also eine kuriose Pre-Game-Routine hat, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt keinen. Also alle normal. Ja. Alle normal. So. Keine Ausreißer. So, das war's dann, glaube ich. Also ich habe keine Fragen mehr. Okay. Ja. Super, hoffe, es hat euch gefallen. Wünschen euch noch einen schönen Tag und ja, bis bald beim Spiel. Tschüss und ciao aus Krimmitschau, oder? Genau.